Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die rund 160 Menschen an Bord einer indischen Passagiermaschine sind jetzt schon seit mehr als 30 Stunden in der Gewalt ihrer Entführer. Das Flugzeug steht seit dem frühen Morgen auf dem Flughafen der afghanischen Stadt Kandahar. Bei den Geiselnehmern soll es sich möglicherweise um Moslem-Rebellen aus Kaschmir handeln. Sie haben angeblich gefordert, dass Indien einen islamischen Religionsführer aus der Haft entlässt. Der Airbus war gestern nach dem Start in Nepal entführt worden. Bevor die Maschine auf ihrem Irrflug in Kandahar landete, hatte sie in Dubai Station gemacht. Auf dem Luftwaffenstützpunkt El Menhad nahe Dubai hatten sich die Ereignisse zugespitzt. Eine Leiche wurde aus dem entführten Flugzeug herausgetragen. Es handelt sich um einen jungen Inder. Er ist erstochen worden. Zu Hause bei den Angehörigen in Neu-Delhi spielen sich dramatische Szenen ab. Die Verwandten liegen sich in den Armen und sind verzweifelt, Tränen über Tränen. Bei dem Opfer handelt es sich um den 25-jährigen Inder Ripin Katial. Er war auf Hochzeitsreise mit seiner Braut, die sich noch an Bord der entführten Maschine befindet. Nahe Dubai wird der entführte Airbus aufgetankt und mit Lebensmitteln versorgt. Im Gegenzug kommen 27 Insassen, vorwiegend Frauen und Kinder, frei. Sie berichten, die Entführer hätten die Insassen aufgefordert, die Luftpiraten nicht anzuschauen und sich gegenseitig die Augen zu verbinden. Daran habe sich der junge Inder nicht gehalten. Daraufhin sei mit einem Messer ermordet worden. In Neu-Delhi verurteilte Indiens Premierminister Vajpayee die Entführung als einen barbarischen Akt. Indien werde gegenüber den Luftpiraten hart bleiben und auf keine Forderungen eingehen. Auch die Taliban-Regierung in Afghanistan lehnt eine Vermittlung in Entführungsdrama ab. Rund drei Monate nach dem Einmarsch in Tschetschenien haben die russischen Streitkräfte offenbar mit ihrer angekündigten Großoffensive gegen die Hauptstadt Grozny begonnen. Wie russische Medien berichteten, dringen die Soldaten von mehreren Seiten in das Zentrum der belagerten Stadt vor. Von einer Erstürmung Groznys wollte die Regierung in Moskau aber nicht sprechen. Die Rebellen bestätigten die Angriffe und berichten von schweren Kämpfen. Der Sturm, der nicht stattfand, so der russische Sender NTV heute, Grozny soll diesmal ohne blutige Verluste genommen werden. Anders als bei der Neujahrsoffensive vor fast genau 5 Jahren, rückten heute nur leichte Schützenpanzer weiter in die Randbezirke Groznys vor, in denen sich bereits seit den frühen Morgenstunden Spezialeinheiten heftige Kämpfe mit den tschetschenischen Rebellen lieferten. Schwere Panzer und Artillerie blieben heute, anders als vor 5 Jahren, in sicherer Entfernung und beschossen die Stadt seit heute Nacht pausenlos. Das Ziel, so russische Militärs, sei die völlige Kontrolle Groznys. Die Operation könne jedoch durchaus 2 Wochen dauern. Fast alle russischen Soldaten berichten von erbittertem Widerstand. Grozny gleiche einer Festung. Nachdem im Morgengrauen bereits 500 Moskau-nahe tschetschenische Milizen versucht haben sollen, ins Zentrum vorzudringen, folgten ihnen im Laufe des Tages russische Spezialeinheiten, um nacheinander einzelne Bezirke zu erobern. Diese Sondereinheiten sollen Korridore in die Stadt hinein für die regulären Truppen sichern. In einer feierlichen Zeremonie hat Papst Johannes Paul II. In der vergangenen Nacht in Rom das heilige Jahr der katholischen Kirche eröffnet. Heute Mittag verkündete der Papst dann die Weihnachtsbotschaft. Er rief dazu auf, die Todesstrafe weltweit abzuschaffen und armen Entwicklungsländern die Schulden zu erlassen. Trotz des nasskalten Wetters versammelten sich auf dem Petersplatz am Mittag zehntausende Gläubige, um die Botschaft von Papst Johannes Paul II. Für die Stadt und den Erdkreis zu empfangen. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Gesegnete Weihnachten. In der Nacht hatte der 79-Jährige feierlich die Porta Santa, die heilige Pforte, geöffnet. Das heilige Jahr begeht die katholische Kirche jedes Vierteljahrhundert einmal. Nach dem Willen des Papstes soll damit eine erneute Missionierung der Menschheit eingeleitet werden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Lehmann mahnte in seiner Weihnachtspredigt eine moralische und politische Erneuerung an. Im Mainzer Dom rief er dazu auf, für die Schwachen einzutreten und zum Verzicht bereit zu sein. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Koch forderte mehr Toleranz. Lebenssituationen müssten verändert werden, die, so Koch, insbesondere in den Städten den Nährboden für Gewalt bildeten.
Bundespräsident Rau erinnerte in seiner Weihnachtsansprache an die Verantwortung der Gesellschaft für Jugendliche und Kinder. Man könne nicht alle Probleme auf die Schulen abladen. Die Medien und die Politik trügen ebenso wie jeder Einzelne Verantwortung für ein friedliches Zusammenleben, betonte Rau. Seine Ansprache wird vom 1. direkt nach dieser Tagesschau ausgestrahlt. Die IG Metall will im Januar Lohnforderungen von deutlich mehr als 4% beschließen. IG Metall-Chef Zwickel begründete dies in der Bild am Sonntag damit, dass seine Organisation keine Chancen mehr für die Rente ab 60 sehe. Das Gewerkschaftsmodell sei im Bündnis für Arbeit an den Unternehmern gescheitert. Daher gehe es in der nächsten Tarifrunde nur noch um höhere Lohnforderungen. Die Laufzeit der Vereinbarung solle wie früher auf ein Jahr begrenzt werden. An der französischen Atlantikküste sind am Nachmittag die ersten Teile Schweröl aus dem gesunkenen Tanker Erika angespült worden. Die klebrige Masse bedeckt bereits mehrere Kilometer Felsen und Buchten, auch auf der Insel Belle-Île. Einige Departements lösten Ölalarm aus. Freiwillige versuchen nun, die Ölfladen aufzusammeln, um so eine größere Verschmutzung der Küste zu verhindern. Inzwischen wurden mehr als 4000 Vögel mit ölverklebtem Gefieder gefunden. Für viele kommt jede Hilfe zu spät. Die Lottozahlen 5, 18, 23, 24, 30, 33, Zusatzzahl 1, Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 5, 7, 3, 6, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, den zweiten Weihnachtstag. Wechselnd bewölkt mit Schauern, im Westen nachmittags neuer Regen und Sturm. Höchstwerte bis 10 Grad, im Südosten nur um 2 Grad.